Shit, was da passiert? Ein Minchen für die Gegner. Ich leg eine Mine. Sekunde. Noch ein Minchen. Ein paar Haftminen. Ja, mir geht's gut, danke. Danke der Nachfrage. Feind gesichtet. Oh. Guck mal, wo meine Deckung rumrennt, meine Kameraden. Irgendwo sonst wo. Ich hole jetzt nochmal die Rebellen. Nur weil ich den einen durch die Wand erschießen wollte, der ein Stockwerk zu tief war. Danke. Tango getroffen. Da kommt noch einer. Habt ihr den? Gut. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ui, das war knapp. Hat die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Ach, der ist da draußen. Warum kann ich da nicht durchschießen? Ja, toll, klasse. Warum hat das so lange gedauert? Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. So, noch eine und dann müssten wir es haben. La Santera, ja, easy. Echt stinkig sein wegen der Diebe. Zum Glück waren die Schritte da drin nicht laut. Die Orgel spielt auch gar nicht laut. So, jetzt haben wir natürlich einen ziemlich großen Heli hier dabei. Das ist schwer, schlecht zu landen da vorne auf der Straße. Versuche ich es mal von hier hinten. Allerdings sind hier hinten auch noch, glaube ich, zwei Gegner. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ja. Zwei Stück, wie ich gesagt habe. Ziel gesichtet. So, und jetzt da. Ah, geht okay, doch. Sehe das Ziel. Da ist sie.
ganze Arbeit, um sie herzubringen. Eine Schande, sie jetzt zu retten. Da hast du recht. Wer war das, die Mann? Wollt ihr ein Porno drehen? Hier, ich hab die Synchronisationsstimme dafür. Santissima Muerte ist mein Fels. Ich bin der Pilot. Der Leutnant flieht. Dum, 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 dum. Danach müssten wir auf Tier 4 sein. Wenn ich das richtig einschätze. Nein! Santa Muerte, warum hast du mich verlassen? Weil du eine dreckige Lügnerin bist, dann Santa Muerte zu verehren, wolltest du sie ausnutzen. Santa Muerte ist jetzt wohl auf unserer Seite, Bitch. Nein. Bitch. Santa Muerte stelle meinen Glauben auf die Probe. So wie Gold durch Feuer geprüft und... Gereinigt. Santissima Muerte ist mein Fels. Siehst du, da? Meine Feste, mein Erlöser. Santissima Muerte ist mein Fels. So, haben wir's? Ja, wir haben's. Nice. Dum, dum, dum. Siehst du, mit Booster geht das Ganze ganz schnell. Ohne Booster haben wir 10 Folgen verbracht, ohne ein Level-Up. Und mit Booster haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 9 Folgen 2 Level-Ups. Ist doch schön. So. Wow, La Santera ist ja... So, jetzt haben wir noch... Die könnten wir jetzt alle wieder machen. Wie lange läuft der Booster noch? Ich möchte nämlich eigentlich gern ins Bett. Noch 23 Minuten. Ja, gut. Gehen Sie hier lieber keinen trinken. Ihre Anhänger für. So, dann machen wir nochmal die La Santera und dann nach ihre Soldaten. Also ist nicht, geht nicht zu nah dran. Dann eben den hier. Nomad hier. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Kein Problem. Wow, La Santera ist ja echt ein Original. Mit der muss ich auf jeden Fall mal ordentlich ein Leben gehen. Gehen Sie hier lieber keinen trinken. Ihre Anhänger fühlen sich verraten und sinnen auf Rache. Gut, davon wird sich Ihr Kult nicht erholen. Wow, La Santera ist ja echt ein Original. Mit der muss ich auf jeden Fall... Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Gehen Sie hier lieber keinen trinken. Ihre Anhänger fühlen sich verraten und sinnen auf Rache. Gut. Davon wird sich Ihr Kult nicht erholen. Komm, sag's nochmal. Nee. Bereit für den Angriff. Nein, die dürfen mich nicht sehen. Sonst hauen die alle ab in verschiedene Richtungen. So. Warte, die sehen dich. Nein, tun sie nicht. Das Gute ist, hier sind sie alle schon markiert. Da ist diese Kaserne. Die Jungs sehen aber sauer aus. La Santeras Leibgarde gehört sicher zu den Besten von Santa Blanca. Und das sind echt viele.
Wem geht die Düse? Liegt vor der Pilgerroute. Das sind Unterkünfte für Pilger aus den Staaten Mexiko und Mittelamerika. Wartet, ich sehe reichlich Kartellaktivität da drüben. Vielleicht eine Art Kaserne. In dieser Gegend unterstehen sie sicher dir. Halt. Was, sie lebt noch? Was war denn die Scheiße? Oh nein, die drei, die hauen ab. Das nenne ich ein Kreuz. Erinnert mich an das Valle de los Caídos in Spanien, weißt du? Dieses Bürgerkriegsdenkmal. Respekt, Sueño hat beeindruckende Architekten und Ingenieure auf der Gehaltsliste. Kommen. So, jetzt die nächsten. Du Santo gerade eine Schießerei mit ein paar Sicarios. Stecken Sie Ihre Waffen noch nicht weg. Ich lade Ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartellager hoch. Für ein anderes Kartellager? A la carte lager. Vielleicht schaffen wir ja noch ein Level. Nee, eher nicht. Ich bin bereit. Eher nicht. Das wird dann wohl die nächste Aufnahmesession. Oh, fast Tier 1. Wenn ich bedenke, dass ich eigentlich erst mit Tier 3 anfangen wollte, die Videos hier zu machen. Weil ich halt wusste, wie lange es sich zieht. Und ich keine Booster kaufen wollte. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich die Booster habe. Feinde, passt auf. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, wenn ich das hinter mir habe. Den Grind. Roger, es geht nur darum, schnell zu machen, nicht ums gut zu machen. Ziel markiert. Bereit. Auf deinen Befehl. Er ist tot. Okay, alles gut. Die werden dich sehen. Weg da. Das war's. Bis zum letzten Mann. Zack. Aufgeben gehört wohl nicht zu ihrem Wortschatz. So, nochmal. Dann haben wir jetzt der Berater, können wir? Sind wir zu nah dran, oder? Nee, geht. Cool. Esteban Ibarra ist Las Santeras Berater und der Kontaktmann des Kartells für den Kult in Espiritu Santo. Es wird Zeit, dass Ibarra Santa Muerte gegenübertritt. Arrangieren Sie die Begegnung. Warum kann ich denn hier nicht durch? Ich hoffe, dass man bei Breakpoint die Helikoptersteuerung auch selbst wählen kann. Ich möchte mich nämlich echt gerne mit der Maus umschauen. Und nicht lenken. Denn wenn ich mich nicht umschauen kann mit dem Heli, dann fliege ich auch nicht mehr gerne. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil das Umschauen ist das Schönste am Helikopterfliegen. Fliegen. Umgebung, die alles ein bisschen genießen. Ein bisschen betrachten. Hä, wo ist er? Die Drohne ist oben. Im Namen des Vaters. Ah, jetzt ist er da. Der war gerade nicht da. Da war keiner drin. Ich sehe unser Ziel. Vermutlich führt der Mann die Geschäfte für das Kartell. Zack. Ziel am Boden. Wiederhole. Ziel am Boden. Zack. Die Bohne. So, nächstes Ziel. Goldrausch im Norden. Ja, komm, warum? Warum auch nicht? Machen wir das halt ganz eben nochmal. Oh, geht nicht. Das ist schade. Kapelle von La Santera? Ganz im Norden? Oder La Santera selbst? Auch nicht? Die nicht? Goldrausch im Norden daneben. Kapelle von La Santera daneben. Ganz im Norden. Wir wissen, wo La Santeras Hauptkapelle ist. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel soll dort aufbewahrt werden. Pass gut auf. Wir wissen, dass falls wir La Santera nicht kriegen, nehmen wir uns eben, was geht. Estamos esperando.
Und diesmal, wenn es geht, ohne entdeckt zu werden zwischendrin.